Herzlich willkommen bei MDR um 4. Es tönte für uns Alphorn-Solist Franz Schüsseler. Schönen guten Tag. Grüezi. Und das ist auch der Mann, der heute Nachmittag unseren Gast zum Kaffee überraschen soll. Wir haben uns nämlich aus der Schweiz den beliebten Schauspieler Bernhard Bettermann eingeladen. Den kennen Sie sicher als Dr. Stein aus der Sachsenklinik in aller Freundschaft. Und da er aus Zürich kommt, wollen wir heute mal testen, wie gut seine musikalischen Fähigkeiten sind. Der Fernseharzt ist momentan in der Maske, also er weiß nichts von unserem Überfall. Herr Schüsseler, wie schwierig ist es denn, dieses Alphorn zu spielen, zu blasen? Ja, es ist nicht gerade einfach, aber mit der richtigen Anleitung bekommt das bestimmt hin. Sie sind heute der Experte, der Fachmann, der uns dann heute Nachmittag bei Gäste zum Café einweist. Sie haben noch ein zweites Alphorn mit, es kann also nichts schiefgehen. Nein, bestimmt nicht. Super. Wir wollen jetzt unsere Zuschauer mal mitnehmen in die Schweiz, weil sie kommen ja aus der Schweiz, aus Zürich. Ja. Und also ich kenne die Schweiz so, man kann sehr viel Sport machen, man kann tolle Sachen essen, aber man kann auch toll Musik machen. Oh Gott. Und wir haben uns gedacht, wir machen mit Ihnen jetzt mal ein bisschen Musik. Dazu müssten wir aber mal aufstehen. Das lockert auch so ein bisschen. Ja, also ja, wir gehen Bewegung mal hier in die Mitte. Ist für mich immer ein und wir Thema. Haben uns gedacht, oh, wir. Oh Gott. Oh, jetzt geht gleich hier das Mikrofon und das einfach wieder an die Hose machen. Wir haben uns nämlich jemanden einfliegen lassen, der uns Alphörner mitbringt. Ja, genau. Und das ist Franz Schüsseler, ein Alphorn-Solist und auch ein Mann, der die 50 skurrilsten Instrumente spielen kann. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Sie haben uns heute diese herrlichen Alphörner mitgebracht, die man ja in der Schweiz spielt, oder? Ja, ja, durfte ich auch schon öfters live miterleben. Man läuft ganz gemütlich auf einem Waldweg, auf einmal tönen ferne Klänge. Man geht dorthin, auf einer Lichtung stehen zwei denkt so... Denkt nichts Böses. Und denkt sich, da stehen so zwei Herren wie wir und blasen. Herr Schüsseler, jetzt vielleicht hören wir erst mal ein bisschen rein, wie es geht, oder? Ja, bevor wir dann... Ich habe das noch nie probiert. Also, wir gucken erst mal, wie es richtig geht. Ich sehe schon, da wird befeuchtet. Das klingt ganz einfach, oder? Okay. Können Sie ein Instrument spielen? Ein bisschen Gitarre, ein bisschen Blockflöte. Blockflöte ist gut. Herr Schüsseler, worauf kommt es denn an beim Alphorn? Lippendruck. Genau, Lippendruck und Atemkraft. Man braucht relativ viel Kraft und das Alphorn ist das Instrument, was ich am meisten üben muss von den ganzen Instrumenten, was ich spiele. Mhm. Und dann natürlich eine entsprechende Technik. Und diese muss man fast jeden Tag üben. Mhm. Aus welchem Material besteht so ein Alphorn? Das besteht aus normalerweise Fichtenholz, wird meistens umwickelt mit Petitgrau. Ah, und unten drunter ist so ein Papprohr, habe ich gesehen, oder? Zusammenstecken. Nein, nein, da ist nur eine. Die Alphörner sind heute dreiteilig. Ach so. Da ist eine Verbindungsbuchse aus Aluminium dazwischen, damit man sie besser transportieren kann. Wichtig ist das Mundstück. Ist das jetzt das Richtige für einen Bettermann? Das muss man immer ausprobieren. Also ich habe mal so das ist eine gute Ausrede. Es war nicht das richtige Mundstück. Ja. Okay. Genau. Also er hat auf jeden Fall eine Ausrede, aber ich habe die Ausrede nicht. Ich behaupte nämlich, ich bringe es jedem in 3 Minuten bei, dass er einen Ton rauskriegt. Wenn es ein bisschen schneller gehen würde, ich würde auch mitmachen, dann brauchen wir nur anderthalb. Bei ihm tippe ich auf 30 Sekunden. Oh, okay. Okay. Haben Sie noch ein Mundstück für mich? Jawohl, habe ich natürlich. Oh, super. Ich habe eigentlich eine große Klappe. Ich habe ein ganzes Sortiment dabei. Nehmen wir die Dame ein kleineres. Wir hatten es ja von den Tomaten. Ne? So, das dürfte für Sie passen. So, wir machen eine ganz einfache Übung. Nehmt mal bitte einen kleinen Finger. Steckt den zwischen die Lippen, nicht zwischen die Zähne, sonst fehlt ein Stück. Und jetzt fest zusammenquetschen, den Finger. Finger weg, genauso zusammenquetschen und blasen. Mit dem Mundstück. Und dann geht's. Geht schon. Toll. Und jetzt ohne dieses Flattern. Etwas weniger anstrengend, da geht's besser. Oh. Oh. Super. Streber. Und jetzt locker lassen, dann wird's tiefer. Super. Ein Naturtalent. Das muss ich aber auch sagen. Spielen wir gleich ein Duett zusammen. Jetzt muss ich aber auch mal gucken, ob ich einen Ton rauskriege. Vielleicht geht das ja ganz einfach. Also was, jetzt Lippen zusammenpressen? Lippen zusammenpressen.
So. Oh. Naja. Ja, wunderbar. Schön. Also ich mein Erfolg steht ja jetzt in gar keiner Relation mehr. Frauen, es lernen auch Frauen bei mir, Frauen haben immer einen schöneren Ton als Männer. Sehen Sie, Herr Bettermann, das war wunderbar, war wunderbar. Ein schöner Abschlusston von Ihnen. Nein, ich traue mich nicht Nein, mehr. Dann geben Sie noch einen Startschuss für den Schluss dieses schönen Talks. Vielleicht noch ein kleines Halali. Oh, doppelt. Mit zwei Mundstücken geht's schlecht. Vielen Dank, bitte, bitte. Franz Schüssele, und gute Heimreise wieder zurück. Dankeschön, Bernhard Bettermann. Wir freuen uns auf das nächste Mal bei In aller Freude. Heute ist ja Dienstag. Heute ist Dienstag.